und sehen wir meine neueste Erfindung. Den Schrumpfomat. Mit der Schrumpfomatik in Position stellen wir nun ein gewünschtes Testobjekt wie diesen CD-Player hier einfach ein wenig dahinter auf. Nun müssen wir bloß noch die gewünschte atomare Struktur einstellen und Tiefe und Breite des Objektes festlegen. Ja, so müsste es gehen. Und nun bleibt nur noch eines zu tun. Wir starten den Umwandlungsvorgang. Wow! Es hat geklappt. Es hat geklappt. Haha, das muss ich meinem Liebling erzählen. Ich will dir sagen, Liebling, ich habe den CD-Player geschrumpft. So, ich hoffe, dieses kleine Intro hat euch gefallen und ich zeige euch jetzt diesen wundervollen kleinen CD-Player hier. Nun, da werden wir uns fragen, so ein kleiner CD-Player, wie soll der normale CDs spielen? Spielt er vielleicht Mini-CDs? Naja, fast. Ich sage bloß Minidisc. Ja, Minidisc. Die gute alte Minidisc aus den 90ern. Wir machen einfach hier oben auf, stecken die Disc rein und dann drücken wir auf Play. Naja, gut. Scherz beiseite, dieses Teil ist kein Minidisc-Player. Nein, das wäre cool. Ich meine, stellt euch mal vor, ein Teil wie das hier in dieser kleinen Größe als Minidisc-Player. Na, aber leider nein. Dieses Teil hier ist aber was Besonderes. Ja, es ist nicht einfach nur irgendein tragbarer Radio oder sonst irgendwas. Dieses Teil ist eigentlich ein Walkman. Ja, ein ganz normaler Walkman, so wie dieser hier. Ich zeige euch, was ich meine. Okay, dafür machen wir es einfach mal so. Wir machen diesen Deckel hier oben ab, den habe ich schon vorher losgeschraubt. Und ich werde euch mal den Mechanismus von diesem Teil zeigen. So, hier im Vergleich. Einfach zu meinem guten alten Walkman. Wenn wir also mal hierher schauen, dann sehen wir hier, wie ähnlich diese Mechanismen eigentlich aufgebaut sind. Start, Stopp, Vor, Zurück, Start, Stopp, Vor, Zurück. Und auch die ganze Anordnung hier mit den Knöpfen, die man nicht wie bei anderen Geräten runterdrückt, sondern reindrückt, ist genau hier wie bei meinem Walkman. Also, was zeigt uns das? Dieses Teil ist der wohl skurrilste Walkman, den ich in meiner Sammlung habe. Ja, dieses Teil ist ein Walkman. Ich finde das genial. Da hat einfach irgendjemand sich gedacht, wir nehmen den Mechanismus von einem Walkman und stecken ihn zusammen mit einem Stromwandler hier in das Gehäuse von so einer Mini-Boombox. Ich meine, es wäre natürlich noch cooler, wenn das Teil tatsächlich Minidisc spielen würde. Aber, naja, Spaß beiseite. Nehmen wir hier eine gute alte Kassette. BASF Super Chrome 2. Und schau mal, wie es klingt, wenn das Teil hier singt. Okay. Dann spulen wir mal ein bisschen vor oder ein bisschen zurück, um zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Okay, Vorlauf, Stopp, Stopp, Rücklauf, Stopp. Ja, ich finde, das Ganze funktioniert wirklich gut. Und ich meine, hattet ihr schon mal einen Walkman, der aussah wie ein CD-Player? Also ich hatte bis jetzt keinen. Obwohl ich finde, es wäre auch cool, wenn man mal einen Walkman bauen würde, der vielleicht ausschaut wie ein iPhone. Ja, das wäre mal was anderes. Nun, wie auch immer. Kommen wir zu was anderem. Sehen wir uns das Teil mal näher an. Wir haben hier hinten am Gerät ein Oldenschalter von DC auf AC. Wir haben den Deckel, Platz für 4 Batterien
und unten fürs Kabel. Falls wir uns entschließen sollten, aus irgendeinem unerfindlichen Grund mal keine Kassette zu hören, sondern Radio, dann haben wir hier hinten eine Antenne. Aber ich finde das auch so ohne Antenne. Die Tarifexperten. Verboten günstig. Sichern Sie sich jetzt 25% Rabatt. Auch ohne Antenne ist der Radioempfang eigentlich recht gut. Nur für kurze Zeit. Auch wenn ich Radio wirklich hasse. Ich meine, Radio in Deutschland, das ist so, als würde man sich ständig mit einem Skalpell versuchen, die Trommelfelder herauszuschneiden. Ihr wisst schon, man nimmt dieses Teil, stopft es sich ins Ohr, dreht es und dreht es und dreht es, bis es irgendwann knackt und man die Schädeldecke geknackt hat. Ungefähr so ist es, wenn man sich deutsches Radio anhören muss. Naja, bloß noch ein bisschen ekliger. Gut, kommen wir zurück zu diesem schönen Radio. Was können wir dazu sagen? Definitiv ein cooles Teil. Und ja, normalerweise ist der Deckel drauf, wenn man Kassetten abspielt, aber dann würde man ja nicht wirklich viel sehen. Oder? Nun, falls euch dieses Video gefallen hat und falls ihr wirklich mal hofft, dass jemand ein Radio dieser Art baut, der wirklich mit Minidiscs läuft, dann könnt ihr meinen Kanal abonnieren, denn vielleicht werde ich ja mal einen guten alten Minidisc-Player tatsächlich in sowas hier einbauen. Und naja, bis dahin, Minidisc-Player sind ohnehin viel kleiner und praktischer. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, verdammt, da war doch was. Oh nein, jetzt muss ich das ganze Zeug hier wieder mit der Schrumpfomatik zurückverwandeln. Ah je, yeah. Okay, fangen wir mal an. Okay, Größe, Tiefe und Material und... Oh, verdammt. Ich befürchte, der bleibt jetzt zu klein. So, und jetzt zum Schluss möchte ich noch herzlich all meinen Patreons danken. Moment, ich habe ja gar keine Patreons. Ich bin nicht damals bei Patreon angemeldet. Was ich vielleicht mal machen sollte, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Hab mich auch nie damit befasst. Naja, werd's mal irgendwann googeln. Nun, alles in allem, worüber ich mich allerdings freuen würde, wäre, ihr könnt mir gerne irgendwas schicken, das ich dann reviewen kann. CD-Player, Radios, Goldbarren, Silber, junge hübsche Frauen, alles mögliche. Ich sage nicht nein. Ja. Ja. Oh ja. Und falls jemand von euch eine Minidisc-Boombox hat, die wirklich funktioniert, wow, also die hätte ich wirklich gerne. Packt sie in einen Karton, bringt sie in der Post und schickt sie zu mir. Ich freue mich über alles. Nun, demnächst werden noch ein paar interessantere Videos kommen als dieses. Das war ja doch mehr eines der spaßigen Videos. Ich habe noch ein paar wirklich interessante Projekte, an denen ich zurzeit arbeite. Darüber kann ich euch allerdings nicht viel verraten, da es so viele sind, da ich selbst keinen Überblick mehr darüber habe. Und ich mache das ohnehin nur als Hobby. Naja, wie auch immer. So, ich höre jetzt dann auf zum Labern und überlasse euch diesem Bild, das hier eigentlich nur da ist, für die Thumbnails. Denn wenn man den Kanal nicht aktiviert und nicht YouTube-Partner ist, was ich auch nicht werden will, dann hat man eben keine benutzerdefinierten Thumbnails und muss auf diese Art ein wenig tricksen. Naja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, dann überlege ich euch, vielleicht erzähle ich noch einen Witz, falls mir einfällt. Ein Witz. Wie viele Blondinen braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben? Nun, nur eine und die bittet ihren Freund. Was? Noch ein Witz? Na gut, ihr habt es so gewollt. Woran merkt man, dass eine Blondine mit einem Auto gefahren ist?
Totalschaden. Ja. Okay, wirklich. Das Parkverhalten und Fahrverhalten von Frauen zu kritisieren ist hier wirklich nicht nett. Und darum mache ich es auch. Okay, naja, wenn wir schon dabei sind, noch ein Witz. Ja. Gut, ein letzter fällt mir noch ein. Ein Mann wandert durch den Wald, als er eine wunderschöne Fee trifft. Und wie Feen das so machen? Sie sagt ihm, ich erfülle dir einen Wunsch. Egal was es ist, wünsch es dir. Nun, der Mann überlegt. Er überlegt gut, er überlegt lange. Er denkt drüber nach, Geld, Jugend, was auch immer, nein. Dann plötzlich fällt es ihm ein. Er zögert nicht, er sagt zur Fee, Fee, ich wünsche mir, dass mein Schwanz bis zum Boden reicht. Ja. Die Fee sieht ihn an, zuckt mit den Schultern und schnippt mit dem Finger. Und schon war sein Wunsch erfüllt. Seine Füße waren weg und sein Schwanz reichte bis zum Boden. Nun, so saß er nun da im Wald. Ja, sei vorsichtig mit deinen Wünschen, sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Und vertraue niemals einer Fee. Tja, und so endet dieses Video hier noch mit einer Moral? Oh je, wohin soll das noch führen? Wohin soll das noch führen? Was? Das ist noch nicht das Ende des Videos? Versuche ich hier etwa Zeit zu schinden, um das Video länger zu machen? Oder bin ich einfach nur zu faul, dass ich die Zeit, die das Bild braucht, ändere? Naja, wie auch immer. Okay, ich überlege mir noch einen einzigen Witz. Nur für euch. Der letzte Witz. Nein, 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 nein. Leider, mir fällt keiner mehr ein, der man irgendwie öffentlich im Internet erzählen darf, ohne dass die Bullen bei einem vor der Tür stehen und einen wegen diverse Dinge verhaften. Naja. Es würden mir schon noch ein paar Polizeiwitze einfallen, aber... Ja, mir fällt ein Polizeiwitz ein. Oh Gott, darf ich den überhaupt erzählen? Pff, natürlich, was wollen Sie machen? Also, zwei Polizisten gehen zusammen mit ihrem Schäferhund auf der Straße entlang. Ja. Sieht der eine Polizist schaut immer hinten dem Hund auf den Arsch drauf. Sagt der andere Polizist irgendwann, ja sag mal, warum schaust du dem Hund immer auf den Arsch? Dann sagt ihm sein Kollege, ja weißt du, als wir da vorher entlang gegangen sind, da hat die Frau doch glatt gesagt, da läuft wieder der Hund mit den zwei Arschlöchern. Verstanden? Da läuft der Hund mit den zwei Arschlöchern. Gut, das war der letzte Witz. Das Ende des Videos. Jetzt kommt nichts mehr. Naja, ihr könnt den Kanal jetzt abonnieren oder auch nicht. Ihr könnt dem Video ein Like geben oder auch nicht. Und wie auch immer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr einen dieser Witze noch nicht kanntet, dann schreibt es in die... Ja, als Kommentar unten rein.